Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Wir sind heute in Frankfurt auf der Buchmesse und ich spreche mit Norman Ohler. Schön, dass Sie da sind. Das ist mir eine Freude. Sein neuer Roman, Die Gleichung des Lebens, bei Kiepenheuer und Fitch erschienen. Norman Ohler ist 1970 geboren und freier Schriftsteller, schon seit langem mehrere Romane veröffentlicht. Und zuletzt das Sachbuch Der totale Rausch über die Drogen im Dritten Reich. Ein sehr interessantes Geschichtssachbuch. Jetzt wieder ein Roman. Ganz kurz, worum es geht. Es spielt 1747. Es ist ein historischer Roman. Es spielt im Oderbruch, wo Friedrich der Große ein Großprojekt umsetzen will, nämlich den ganzen Bruch trockenlegen. Und Leonhard Euler, der Protagonist des Romans, das Mathematikgenie, wird angestellt von Friedrich dem Großen, um zu berechnen, ob sich das rentiert, wie die Kosten sein werden. Und dann gibt es auch noch einen Mordfall. Alles drin haben wir. Also wir haben was Historisches, wir haben eine Krimi-Geschichte sozusagen. Und wir haben, könnte man sagen, gewisse Parallelen zur, sagen wir mal, Aktualitäten, Parallelen zur heutigen Lage, würde ich sagen. Als Sie den Roman entworfen haben, was von den drei Sachen stand im Vordergrund? Es fing an mit der Untersuchung der historischen Gegebenheiten dieses großen Umwälzungsprojektes. Also ich habe zunächst mal tatsächlich recherchiert, was damals genau passierte, wie das Oderbruch trockengelegt wurde, welche Resultate das hatte für die Menschen, die dort leben, wie der Staat das durchgesetzt hat. Und dann kam ich halt auch auf den Widerstand. Es gibt dann Zeugnisse von Widerstand der Bewohner dort, die sich gewehrt haben. Es gab dann sogar die Todesstrafe, die ausgesprochen wurde gegen alle, die neuen Deiche sabotieren. Und dann kam so langsam, dann erfuhr ich, dass der Ingenieur des Gesamtprojektes unter nicht geklärten Umständen tatsächlich ums Leben gekommen ist, gerade als er mittendrin war in seiner Arbeit. Und dann fing dann dieser Krimi-Plot an, sich zu entwickeln. Der ist fiktional. Wobei, ich habe zumindest keine Unterlagen dazu gefunden, dass es tatsächlich eine Aufarbeitung, eine Aufklärung dieses Falles gab. Also das nehme ich dann fiktional in den Roman vor. Und eigentlich hat sich das auf diese Weise entwickelt. Und dann, während ich es schrieb, das Buch, öffnete die Bundeskanzlerin die Grenzen für die Flüchtlinge. Und genau zu der Zeit schrieb ich über die Flüchtlingspolitik von Friedrich, der ja auch die Grenzen geöffnet hat und der tatsächlich religiös Verfolgten, nämlich Protestanten, die in katholischen Ländern Europas lebten, die Tür geöffnet hat und sie dann da angesiedelt hat, also quasi gleich ein Programm hatte, wie die Flüchtlinge ökonomisch, kulturell sinnvoll da eingesetzt werden können. Das fand ich dann interessant, dass es da tatsächlich Parallelen, aber auch Unterschiede zur heutigen Zeit gab. Zum Beispiel den Kolonisten wurde damals Besitz gegeben. Ja. Das wäre zum einen Unterschied zu heute. Ja, es wurde ihnen quasi eine sinnvolle Zukunft ermöglicht. Also die durften arbeiten. Ich glaube, das ist ja bei Flüchtlingen heute nicht so leicht, für die überhaupt hier Fuß zu fassen. Und deswegen gibt es ja dann auch, glaube ich, viele Probleme mit Flüchtlingen, die es vielleicht gar nicht gäbe, wenn die sich gleich eingliedern könnten. Natürlich sind heute andere Voraussetzungen als damals, aber Friedrich hat auf jeden Fall einen Weg gefunden, Flüchtlinge quasi gewinnbringend hereinzuholen. Mhm. Das will ja eigentlich auch die heutige Politik, aber vielleicht noch nicht, kann das noch nicht so umsetzen, wie Friedrich mit seiner großen Machtfülle das konnte. Ja. Konnte einfach sagen, du kriegst jetzt da dein Haus und du wohnst jetzt da und wir kriegen Werkzeuge, haben Tiere bekommen und haben dann tatsächlich prosperiert, die Leute. Ja. Das klingt doch alles erstmal sehr positiv und auch wenn wir jetzt Friedrich den Großen nehmen, er hatte ja, das war, sagen wir mal, ein Prestigeprojekt, er hat darüber auch gesagt, ich habe diese Provinz im Frieden oder ich habe damit eine Provinz im Frieden erobert, also diesmal ohne Krieg, Ländereien auch so urbar zu machen, dass es keine Krankheiten oder weniger Krankheiten mehr gab, dass es auch für die Landwirtschaft besser wurde. Also doch eigentlich nur positive Seiten. Trotzdem ist Ihr Roman nicht so optimistisch, was das angeht. Ja, also das Projekt ist sehr komplex, und es hat tatsächlich auch Schattenseiten. Die hat Friedrich natürlich nicht gesehen oder wollte sie nicht sehen. Die sieht aber Euler, während er das Oderbruch bereist und berechnet,
wird ihm, und Leute, die Menschen kennenlernt, die da ja auch schon wohnen, die zahlen natürlich den Preis. Das sind die wendischen Fischerkulturen, von denen wir heute, außer wir lesen diesen Roman natürlich, im Grunde nichts mehr wissen, ja, weil die ausgelöscht wurden. Die haben sich aufgelöst, die Kultur ist verloren gegangen. Und die haben sich dagegen auch gewehrt damals. Darüber sprachen wir ja schon. Das ist quasi die Schattenseite. Das ist ja auch bei einem Modernisierungsprojekt ist nun mal auch ein Preis zu zahlen. Und dann muss man natürlich abwägen, ob es den Preis wert war. Euler, der ja Mathematiker ist und genau das berechnen soll, stößt halt hier an seine Grenzen, wenn er überlegt, was ist eigentlich ein Sumpfteich mit Tausenden von Blumen und Kröten und Amphibien und was ist das eigentlich wert? Kann man das beziffern? Und er kann es halt nicht beziffern. Und wir können auch heute oft, wenn wir Natur zerstören, um ein Gebäude hinzubauen, können wir genau den Wert des Gebäudes beziffern, aber wir können nicht genau beziffern, welchen Verlust wir haben. Von daher sagt er irgendwann dann zu Friedrich, ich kann diese Gleichung, die du von mir verlangst, eigentlich nicht sauber aufstellen. Ja. Ich habe Zweifel. Und von daher sollten wir vielleicht überlegen, das auch nicht trocken zu legen. Das findet natürlich Friedrich überhaupt nicht gut. Da kann er gar nicht mehr mitdenken. Ja. Da ist er zu sehr Friedrich der Große, um dann von seinem Weg wieder abzukommen. Wie fiktiv oder wie aus dem 21. Jahrhundert oder aus dem 20. Jahrhundert gedacht ist sowas? Wenn ich mir vorstelle, Sie sprechen da über Artenvielfalt zum Beispiel, dass es da den Wiesent noch gab. So, ich stelle mir die wendischen Bauern oder Fischer dort eigentlich nicht so vor, als würde denen Artenvielfalt überhaupt irgendwas bedeuten. Nö. Vor allem nicht in Mücken zum Beispiel. Es gibt ja auch viele positive Seiten der Urbarmachung, weswegen die Leute gesagt haben, naja, Artenvielfalt ist kein Wert für uns, aber im 20., 21. Jahrhundert ist es auf einmal ein Wert geworden. Deswegen hat Friedrich das auch nicht gesehen. Ja. Das hat eigentlich nur Euler, der fiktive Euler, gesehen. Genau. Aber damals, der reale Euler hat das wohl auch nicht gesehen. Zumindest gibt es darüber keine Unterlagen. Da wird der Stoff dann fiktiv. Mhm. Also habe ich mir gedacht, das ist interessanter, wenn Euler dann die andere Seite auch erkennt. Und er ist ja ein Hauptprotagonist der Aufklärung. Wenn er aber auch die, ja, eigentlich erst vielleicht von Adorno und Horkheimer formulierte Dialektik der Aufklärung, genau, dass er die auch schon begreift, das fand ich interessant. Ja. Und es gibt sicherlich Menschen, die Dinge wesentlich früher verstehen als ihre Mitmenschen. Deswegen ist ja Euler dann sozusagen auch rausgefallen aus der höfischen Gesellschaft und musste dann schließlich auch Berlin verlassen, weil er sich dann irgendwann mit Friedrich nicht mehr verstanden hat. Aber natürlich, die Brücher haben damals nicht gesagt, ihr dürft das nicht machen, weil dann geht die Kröte verloren und die ist wichtig wegen Artenvielfalt. Aber die haben gesagt, dann können wir nicht mehr fischen, weil das war ja ihre Lebensgrundlage. Die wollten einfach, die waren einfach seit Jahrhunderten Fischer gewesen und sahen es nicht ein, dass sie jetzt auf einmal Ackerbauern werden sollen. Die hatten dazu keinen Bezug. Die hatten Bezug zu Wasser, zu der Flut, zu diesem einfach, zu diesem Zyklus, an den sie sich seit Generationen gewöhnt hatten. Und dann kommt halt der König und sagt, das hört jetzt alles auf, ihr müsst jetzt die Scholle beackern. Das fanden die halt nicht gut. Ja. Die dachten, dadurch werden sie ärmer. Kann man ja erstmal verstehen, vielleicht auch aus dem Beweggrund heraus, Veränderung ist erstmal immer schlecht. Denen ging es ja durch den Fischreichtum auch nicht schlecht. Ganz gut, ja. Und eher auch eine Gesellschaft, die ängstlich ist, die Furcht hat vor Veränderung, vielleicht vor der Zukunft, auch vor den Fremden, die dann da kommen. Ja. Aber auch trotzdem eine konservative Gesellschaft. Ja, eine konservative Gesellschaft. Ja. Ich finde sie aber nicht so negativ gezeichnet, wie man das jetzt aus diesen Worten hören kann. Ist da eine gewisse Sympathie bei Ihnen? Ja, auf jeden Fall, weil das sind ja, also das ist natürlich auch romantisiert dargestellt. Das sind sozusagen die Indianer, die dann vernichtet werden, und für die schlägt natürlich das Herz. Das ist dann natürlich auch eine Projektionsfläche, aber generell finde ich, also es gibt ja Zeugnisse, dass die sich tatsächlich gewehrt haben, und es gibt viele Beschreibungen, wie die gelebt haben, und man kann dafür schon eine Sympathie entwickeln für diese Kulturform, die es halt jetzt einfach nicht mehr gibt, und die lasse ich halt sozusagen wieder auferstehen oder versuche sie so zu bewahren in diesem Roman. Ich habe beim Lesen ein bisschen an Filme gedacht, wie Avatar zum Beispiel oder Der mit dem Wolf tanzt oder Pocahontas Geschichte.
wo Zivilisation und Natur auch klar gewertet werden und jemand die Fronten wechselt, wie jetzt hier der Euler sozusagen. Haben Sie da so literarische Vorbilder gehabt? Ich glaube, tatsächlich habe ich Avatar, als das rauskam, habe ich gerade daran gearbeitet und es hat mich irgendwie auf dem Weg schon bestätigt. Ich habe eigentlich das Vorbild gehabt, ich glaube, das ist ein Roman, ich glaube, er heißt Die Salzstädte von Munif. Das ist ein syrisch-saudischer Autor, der hat darüber geschrieben, wie sich die saudi-arabischen Stämme verändert haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Amerikaner dorthin kommen und anfangen mit Ölförderung. Und da reden die eigentlich ähnliche Texte wie die Brücher da. Ich glaube, das sind auch Prozesse, dass sie sagen, wir verlieren die Magie unseres Lebens, es wird abhanden kommen, es wird hier, werden hier bald zu Bohrkräne stehen und die Erde, quasi die heilige Erde, zerstampfen. Und das sind Vorgänge, die man gründlich reflektieren muss. Und ich glaube, das sind Prozesse, die sich über die Laufe der Jahrtausende immer wieder abgespielt haben, in anderem Gewand, und die sich auch immer wieder abspielen werden, die sich im Moment abspielen in verschiedenen Ländern. Ob es jetzt China ist, wenn irgendwie ein Staudamm errichtet wird oder so. Das ist der Prozess der Modernisierung, der eigentlich unsere Welt immer hässlicher macht und tatsächlich vielleicht die Magie des Lebens auf Erden irgendwann zum Verschwinden bringt, und dann ist alles konform und vielleicht ist insgesamt der sogenannte Lebensstandard etwas angehoben, aber es geht dadurch auch extrem viel verloren. Ja. Das ist eigentlich jetzt keine neue Überlegung, aber das ist im Grunde so ein Hauptthema des Buches, würde ich sagen. Das ist so eine recht kulturpessimistische Sicht auf die Welt. Schon, ja. Ist das nicht ein Luxus? Wir stehen hier, Sie können vom Bücher veröffentlichen leben. Wir haben diese ganzen Annehmlichkeiten und können sagen, ach ja, früher war es auch ganz schön, aber wir müssen ja nicht leben wie die damals. Ja, das kann schon sein. Das sagen ja auch, also ich stelle ja auch verschiedene Seiten dar. Also es sagen ja dann auch manche Brücher selbst, die sagen, die argumentieren gegen die Kritiker. Also die Hardliner im Bruch gibt es ja auch, dass diese Familie Malchow, und dann gibt es halt die sozusagen die progressiveren, die Kopecks, die mit Friedrich d'accord gehen und sagen, so toll ist das Leben hier gar nicht. Ich meine, wir haben hier Krankheiten die ganze Zeit. Im Winter ist es extrem unangenehm, hier zu leben in dem Wasser. Und naja, glaube ich schon, dass, also ich, das Projekt ist tatsächlich komplex. Und ich glaube, dass der Roman schon auch versucht, dieser Komplexität gerecht zu werden. Es ist ja nicht so, dass ich das Projekt eigentlich negativ darstelle. Ich stelle es so dar, wie ich mir es vorstelle, dass es passiert ist. Und ich finde auch diesen Ansatz von Friedrich tatsächlich groß auf eine Art. Also er hat durch diese Trockenlegungsarbeiten, so trocken das klingt, er hat das ja nicht nur im Oderbuch gemacht, sondern dann auch in anderen Brüchen und Sümpfen. Offenbar war ganz Preußen versumpft. Ja. Ja. Durch diese Arbeiten hat er ja den Grundboden für dieses Land gelegt, was jetzt Deutschland heißt und was ja ein erfolgreiches Gesellschaftsprojekt auch ist. Also Leuten geht es hier ja gut, und das hat sicherlich auch mit Trockenlegung der Sümpfe zu tun. Ja. Ich bin sehr viel Boot gefahren und habe zum Beispiel festgestellt, dass in Polen die Wasserwege ganz anders sind als in Deutschland, weil die halt einen anderen Ansatz haben. Die lassen halt die Flüsse dann mäandern, und die Weichsel ist ja der Hauptfluss, der Krakau, Warschau und Danzig verbindet. Auf dem könnte ja unglaublich viel Güterverkehr stattfinden, findet aber nicht statt, weil die Weichsel versandet ist und quasi nicht als Schiffsbahn in Schuss gehalten wird. Mhm. Dafür ist sie wunderschön. Ja. Und ein Naturparadies, ja, wahrscheinlich. Traumhaft. Ja. Ne? Ich bin die ganze Weichsel bis Krakau gefahren mit meinem Boot, und das war eine absolut traumhafte Fahrt. Ich bin dann auch den Rhein gefahren, ist natürlich auch interessant, aber ja, ist ganz Vergleich. Anders. Ja. Ja, da muss wahrscheinlich dann jede Gesellschaft auch ihren Weg finden, aber
fand es halt interessant, sozusagen an die Grundlagen sich mal anzuschauen und zu verstehen, wieso Deutschland so aussieht, wie es aussieht, woher das kommt. Und. Das heißt, Sie haben auch viel recherchiert, sehr lange. Höre ich auch daraus, wenn Sie sagen, als Avatar rauskam, haben Sie schon daran gesessen. Ja. Sie waren wahrscheinlich auch vor Ort, nehme ich an. Ja. Wie sah die Recherche aus? Also ich habe 2006 angefangen zu recherchieren, bin da mit meinem Holz-Kajütboot dahin gefahren von Berlin aus. Es dauert bis in den ins Oderbruch etwa 10 Stunden. Das Boot fand ich immer eine sehr langsame Angelegenheit. Und war da dann aber auch lange auf dem Boot. Also ich habe mich wochenlang da aufgehalten und habe da schon geschrieben und habe da eigentlich diese Wasserwelt und diese Insekten- und Pflanzenwelt versucht zu erleben, die es auch zum Teil noch gibt. Also gibt es schon noch so Ecken, wo man sich so fühlt wie damals. Ja. Und gerade auf einem Boot ist natürlich die Naturerfahrung sehr intensiv. Und der zweite Recherchestrang ist eigentlich der klassische im Archiv, die ganzen Unterlagen und Dokumente und Briefe sich anzuschauen. Die liegen im Geheimpreußischen Staatsarchiv in Berlin. Das war auch sehr wichtig. Und dann gibt es noch sehr viel, ich habe mich auch sehr eingelesen auch in die Zeit halt. Was Friedrich den Großen angeht, wäre ich interessiert, was Ihre Recherchen ergeben haben. Er kommt hier nicht so super weg, was meinen Eindruck angeht. Inwiefern ist das historisch oder inwiefern haben Sie dann da eher doch Ihre fiktionalen Kräfte spielen lassen, um ihn auch als Gegenspieler darzustellen? Ja, also ich habe schon viel über ihn recherchiert und ich schlage mich natürlich, also nicht natürlich, aber ich schlage mich schon auf die Seite von Euler. Das ist ja meine Hauptfigur. Ja. Und Euler hatte Probleme mit Friedrich. Und Friedrich hat ihn eigentlich immer, hat auf ihn herabgesehen und hat ihn als Langeweiler dargestellt. Und das ist Euler natürlich nicht, weil sonst könnte er nicht meine Hauptfigur sein, wenn er ein Langeweiler wäre. Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen an des Königs Arroganz. Von daher habe ich schon ihn ein bisschen polemisch dargestellt, aber jetzt auch nicht dämonisch, böse oder so. Aber ich glaube, man muss Friedrich schon zu nehmen wissen. Ich glaube nicht, dass das ein leichter Charakter war. Mhm. Das kann man anhand von Briefen recherchieren oder auch von Darstellungen von anderen, die sich mit ihm intensiv auseinandergesetzt haben. Friedrich kann man recht gut recherchieren. Mhm. Bei Euler ist es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, kann ich mir vorstellen. Auch was die mathematische Seite angeht. Wenn ich lese, oh, das ist ein Roman über Leonhard Euler, erwarte ich vielleicht nicht, aber denke ich, da könnten vielleicht auch so mathematische Exkurse drin vorkommen oder Einführungen. Ja. Katharina, seine Frau, sagt am Anfang, wenn du zum König gehst, sprich nicht über Mathematik, das langweilt nur. Ja. Und da kommt bei Ihnen auch nicht so viel vor. Ja. Wollten Sie nicht langweilen? Das ist eine gute Frage. Also ich bin selbst kein Mathematiker und habe mich aber mit der Mathematik von Euler auseinandergesetzt. Ein Freund von mir ist Euler-Experte, der ist auch Mathematiker. Aber es hätte Sinn gemacht, wenn es für die Geschichte dann auch strukturell strukturelle Veränderungen gezeitigt hätte und ich wollte mich dann eher auf das Einfühlen in die Welt damals konzentrieren, als zu theorielastig werden, was seine Mathematik angeht. Also ein paar Sachen sind ja schon besprochen, glaube ich, oder zumindest angedeutet. Das Brückenproblem von Königsberg und so. Also ein bisschen was ist schon drin, aber es ist kein Mathematik-Krimi im Grunde. Ja. Also der Mathematiker wird zum Detektiv. Das ist so eine Art Vorform von Sherlock Holmes. Aber nutzt dann seine Ratio weniger auf mathematischem Wege, aber nutzt sie schon, um den Fall dann aufzuklären. Ja. Bei historischen Romanen, das ist ja eine Art historischer Roman, ist natürlich immer die Schwierigkeit, wie man mit der Sprache und dem Stil umgeht. Es nicht zu historisieren, nicht zu verkünstelt zu machen, auch nicht zu
alltäglich oder alltagssprachlich, umgangssprachlich im heutigen Deutsch. Wie sind Sie da vorgegangen, um diese Gratwanderung zu machen? Also ich finde, das ist eine Hauptschwierigkeit bei historischen Romanen, weil man kann viel recherchieren, aber man kann im Grunde, oder ich habe noch keinen Weg gefunden, man kann nicht recherchieren, wenn ich jetzt Euler wäre und Sie der König, wie die... Also vom König weiß man ungefähr, wie er gesprochen hat, aber zum Beispiel wie Euler mit seiner Frau dann spricht, das finde ich schwer mir vorzustellen. Also ob die ganz normal reden wie wir oder ob das etwas Gekünsteltes hat, das ist einfach nicht mehr zu erkennen, weil damals da in ihrem Haus war einfach, hat einfach niemand aufgeschrieben, wie die sprechen. Von daher habe ich versucht, das zu imaginieren und habe sie aber im Grunde relativ normal, lasse ich sie reden. Also sie reden bisschen längere Sätze, als wir das, also ich rede auch lange Sätze, aber meistens, wenn wir normal sprechen, sprechen wir nicht so lange Sätze. Die sprechen vielleicht ein bisschen längere Sätze, der König redet ein bisschen manierierter, was er auch wohl getan hat, zumindest wenn er Französisch redet, aber das ist schon nochmal eine Schwierigkeit. König redet, die redeten Französisch am Hof, natürlich reden sie im Buch nicht Französisch, sondern reden Deutsch. Also da muss man quasi Kompromisse machen oder da muss man Wege finden und letztlich dann auch dazu stehen, dass es ein Kunstprodukt ist. Dass es eben nicht, es war nicht so, wie es da drin steht. Es ist eine Annäherung und es muss hoffentlich für den Leser plausibel wirken und Spaß machen. Ich finde, das ist sehr gut gelungen. Es lässt sich so lesen, wie man das heute auch erwarten würde und auch gut lesen kann. Trotzdem weiß man, es ist in einer anderen Zeit und dann kommen diese wunderbaren alten Worte vor, wo man diese Atmosphäre dann schon evoziert bekommt. Das finde ich sehr schön. Eine letzte Frage, das geht jetzt noch mal ein bisschen ins Aktuelle, ins Politische vielleicht auch. Wir haben das eben schon angesprochen, dass es Parallelen gibt. Ich habe bei Ihnen auf Ihrem Facebook-Profil ein Zitat gefunden, nicht von Ihnen. Das fand ich ganz interessant. Das ist von dem österreichischen Philosophen Armin Avanesian. Der Kapitalismus war und ist ein auf systematischer Ungerechtigkeit und strukturellem Rassismus aufbauendes Wirtschaftssystem, das naturgemäß zu Migrationsbewegungen der Ausgebeuteten führt. Und da könnte man sagen, das gibt es ja hier auch schon. Ausbeutung, Migrationsbewegung, strukturelle Ungerechtigkeit. Aber wir würden das nicht das Wirtschaftssystem damals Kapitalismus nennen. Es ist ein feudales System, ist im Grunde genommen Ihr Buch, jetzt gehen wir schon sehr ins Deutende rein, eine Art Kapitalismuskritik avant la lettre, also in einem anderen System. Ja, es wird ja in diesem Buch auch deutlich, was Brandenburg auch in Afrika getan hat. Das fand ich sehr interessant, das war mir vorher gar nicht klar, dass auch Brandenburg Sklaven gehandelt hat. Und von daher ist das natürlich eine starke Kritik an einer Wirtschaftsform, die auf Ausbeutung basiert. Und das ist natürlich letztlich eine Kapitalismuskritik. Und von daher würde ich das sagen, es ist tatsächlich so gedacht. Und ich denke auch, dass das die brennende Frage unserer heutigen Zeit ist. Wie können wir ein Gesellschaftssystem entwickeln, was halt nicht mehr auf Ausbeutung basiert. Und damit haben wir offenbar große Schwierigkeiten, weil die Konzerne die Gesellschaft sehr gut im Griff haben und das neue Feudalherrscher. Ja, nicht freiwillig das ändern werden. Und gleichzeitig der Sozialismus diskreditiert ist, was es natürlich nicht gerade leichter macht, eine Utopie zu entwickeln. Also wir brauchen eine Utopie, aber es ist keine in Sicht gerade. Oder ich weiß vielleicht nicht, welche in Sicht sein könnte. Oder so. Ich wollte schon sagen, vielleicht ein Projekt für ein nächstes Buch? Das ist eine gute Idee. Herr Ohler, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wir haben das Buch Die Gleichung des Lebens vorgestellt, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, von Norman Ohler. Das war's für heute bei Kaiser TV. Macht's gut.